Guten Morgen und willkommen zu einem neuen Video. Ich werde heute wieder mal versuchen, ein Food Diary abzudrehen. Es wird wahrscheinlich ein bisschen chaotisch, weil wir gehen in 3 Tagen schon wieder in die Ferien. Das mal ganz nach Sardinien. Wir haben ein ganz günstiges Angebot gefunden und darum haben wir uns ganz spontan entschieden, zu verreisen. Wenn ihr hier auch nicht seht, ich traue mich es kaum zu zeigen. Aber ziehen wir das mal hier. Das ist meine Küche. Das ist noch nicht mal mein Büro. Das ist nur meine Küche. Ich weiss, man sollte nicht arbeiten während dem Essen. Für mich unmöglich. Weil sonst wird das nichts mehr diese Woche. So, also, ich esse jetzt etwas zu Morgen. Ich zeige euch gerade was. Und dann sehen wir uns später. Tschüss. Und es gibt einmal ein Stück Brot, und zwar vom Bächlihof mit Gumpi. Wundert euch nicht, dass ich keine Butter drauf habe. Mag keine Butter auf dem Brot. Das ist schon immer so. Dann haben wir hier die Schokomund. Ziehen euch das ein. Es hat noch etwa ein Sechstel. Ich habe die am Freitagabend gekauft. Und sie sind schon leer. Es gibt so kaum. Hier unten haben wir Joghurt drin und ein paar von denen. That's it. So, ihr seht erstmal meinen Balkon, nichts Spezielles. Es gibt jetzt eine halbe Honigmelone und noch ein bisschen Aprikose dazu auf meinem neuen Balkontisch. Die ersten Erdbeeren kommen schon. So, wir kommen zum Mittag. Es muss heute etwas schneller gehen. Eigentlich geht es jeden Tag etwas schneller. Wir gehen nachher ins Schwimmtraining. Die einen davon wissen vielleicht, wir machen im August an einem Short Distance Triathlon mit und ich kann überhaupt nicht schwimmen. Darum machen wir am meisten Schwimmtraining. Und das geht gleich los. Darum zeige ich euch, was es zum Mittag gibt. So, ich habe hier einmal Joghurt. Dann kommen ein paar gefrorene Heidelbeeren rein. Wie gesagt, wir gehen am Donnerstag in die Ferien und aufgrund von dem ist es ein bisschen Restenverwertung, also einfach alles, was gerade noch so ein bisschen rum ist. Ich bin aber jemand, der am Mittag nie wirklich warm isst. Das haben die einen vielleicht schon bemerkt. Dann noch ein paar Cranberries. Für mich bedeutend besser wie Weinbeere. Haferflocken zum Sättigen und ein paar Cornflakes, natürlich ohne Zucker, für den Spass bei der Sache. So, sieht ziemlich unspektakulär aus. Das ist es. So, ich bin inzwischen zurück vom Schwimmen. Fazit, ich kann es immer noch nicht. Ganz schlimm, würde wahrscheinlich niemand erwarten, aber ich kann tatsächlich nicht schwimmen. Macht sich schlecht für einen Triathlon. Ich probiere es, solange es nur geht. Wahrscheinlich Sardinien geht viel aufs Schwimmen drauf. Ja, nein. Ich mache mir da nicht so einen Stress. Aber es ist schon krass, wenn man so denkt, man kann nicht schwimmen. Naja. Jetzt hungrig. Ich werde, bin mir noch nicht ganz so im Klaren, was es soll geben. Ich habe einmal Tomatenbrat gemacht, Hüttenkäse und ein bisschen Brot. Ich weiß aber noch nicht, ob es bei dem bleibt. Abwarten, ihr werdet sehen. So, es muss gerade ein bisschen schnell gehen. Ich habe noch eine Reihe Schoki genommen und ich habe hier noch
BCAAs drin. Fürs Bootcamp nachher, sorry, ich bin ein bisschen im Stress, wir hören euch später und tschüss. So, es ist nach dem Bootcamp und nach diversen Trainings. Ich bin wieder daheim. Mein Kopf von Sterben ab, ich kann die Kamera fast nicht mehr heben. Vielleicht hört ihr schon, im Hintergrund kocht ihr zu Nacht. Ich habe mir ganz spezielle Mühe gegeben heute. Nein, scheiße. Ich zeige es euch gerade. Und zwar kocht da jetzt gerade über. Es sind nicht nur Zucchetti, wir müssen keine Angst haben. Es sind Nudeln. Und zwar Farfalle. Mit Zucchetti und ein bisschen Salz bis jetzt. Das koche ich gerade miteinander auf. Zeitsparend. So, und jetzt kommt das Speziellste dazu. Das ist ganz gourmet-mässig. Eine fertige Tomatensauce. Drüber. Und fertig. Und guten. Es geht zum Dessert. Sicher mal immer genug trinken. Ich weiss, ich zeige euch meine Getränke nicht so. Es ist auch nicht so spektakulär. Es ist meistens kalter Tee, Wasser, Sirup oder irgendwelche Magnesium oder BCAAs. Und dann haben wir ja noch die andere Hälfte von der Melone. Es ist jetzt 20 auf 9. Gehen wir davon aus, es gibt nachher noch etwas. Es gibt jetzt definitiv die letzte Mahlzeit. Und zwar haben wir hier noch Cornflakes. Wie die einen von euch wahrscheinlich schon wissen, hey, der Satz, wie will ich das sagen in diesen Videos? Ja, egal. Wie die einen von euch schon wissen, liebe ich trockene Sachen. Je trockener das etwas ist, desto besser für mich. Trockene Gutsli, trockene Küchen, Cornflakes, einfach alles, was furztrocken ist, bin ich voll dabei. Darum esse ich meine Cornflakes ohne Milch. So, das war es. Das war mein Tag. Ich hoffe, ihr habt Freude gehabt. Ich habe es lässig gefunden. Ich wünsche euch eine gute Zeit und wir sehen uns wahrscheinlich das nächste Mal, wenn ich in Sizilien bin. Ich wünsche euch gute Nacht, schönen Tag, was auch immer und bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen und bis bald. Tschüss!